Im Versuch interionische Wechselwirkung im Praktikum für die physikalische Chemie 2 sollt ihr den Aktivitätskoeffizienten von Salzsäurelösungen bestimmen. Das macht ihr, indem ihr für diese verschiedenen Lösungen die elektromotorische Kraft misst. An dieser Stelle sei euch kurz der Aufbau gezeigt und erklärt. Zunächst einmal sollten wir uns den zwei Elektroden zuwenden, welche hier in die Lösung tauchen. An dieser Stelle hier gebt ihr später die verschiedenen Salzsäurelösungen ein. Das macht ihr mit diesen Pipetten dort hinten. Die elektromotorische Kraft wird mittels zweier Elektroden gemessen, wobei das eine hier eine Silberchloridelektrode ist. Da seht ihr, dass sie unten eine etwas dunklere Spitze hat. Und hier diese rote Elektrode ist eine Wasserstoffelektrode, das nichts anderes ist als eine Platinelektrode, die mit Wasserstoff gespült wird. Und ihr seht hier diesen Schlauch, der den Wasserstoff zur Elektrode führt. Das Ganze geht hier durch eine Waschflasche. Das macht man, damit das Gas, wenn es dann an der Elektrode ankommt, möglichst sauerstofffrei ist. Ja, man sättigt das Ganze mit Wasserdampf. Und hier geht es dann zur Druckflasche, wo Wasserstoff drin ist. Passt auf, dass ihr hier drin nicht raucht oder sonst wie Feuer macht. Wasserstoff ist hochentzündlich, das wisst ihr. Ich möchte euch nur noch kurz erklären, wie hier mit diesem Druckminderer in Verbindung mit dieser Wasserstoffflasche umgeht. Zunächst einmal haben wir es mit einem Linksventil zu tun. Das liegt einfach daran, dass diese Gasflasche brennbares Gas enthält. Und um da eine gewisse Sicherheit zu haben, macht man das so, dass man nicht diese Flaschen mit anderen Flaschen verwechseln kann. Ich würde euch Folgendes vorschlagen. Das Erste, was ihr tut, ist, hier dieses Sperrventil zu schließen. Das verhindert, dass irgendwie unkontrolliert Wasserstoffgas in unseren Aufbau geht und dort einfach das unkontrolliert anfängt zu sprudeln oder so oder sogar uns die Glasteile zerhaut. Dann sorgt ihr dafür, dass der Druckminderer selber geschlossen ist. Ja, das merkt ihr dann schon, wenn irgendwie hier nicht mehr viel Druck drauf ist. Dann erst öffnet ihr die eigentliche Gasflasche. Ihr werdet sehen, dass jetzt gleich hier auf diesem Messgerät der Druck der Gasflasche angezeigt wird. So, und ihr seht, im eigentlichen der Gebrauchsdruck ist immer noch 0, weil wir alle Ventile geschlossen haben. Jetzt öffne ich das Sperrventil, das heißt, ich mache die Verbindung zum Experiment auf und drehe nun vorsichtig den Druckminderer in die Kammer. Na, andersrum drehen, man dreht ihn nach links und wartet, bis Stück für Stück die ersten Blasen kommen. Macht das bitte vorsichtig. Genau. Müsste man die Blasen sehen. Und wie im Versuchsaufbau im Skript beschrieben, sollt ihr nun mit relativ viel Druck 5 Minuten die Platinelektrode oder die Wasserstoffelektrode sättigen. Danach dreht ihr den Wasserstoffstrom wieder herunter, sodass nur noch einige Blasen pro Sekunde um die Elektroden herumspülen. Und nach diesen 5 Minuten Sättigung geht es nun an die eigentliche Messung. Und ihr seht, dass die zwei Elektroden mit einem Kabel mit diesem Voltmeter hier verbunden sind. An der Hinterseite gibt es einen Schalter, der das Ding anmacht. Und ihr seht, jetzt fängt das Ding an zu messen. Gerade habe ich die Wasserstoffelektrode ja noch nicht wirklich gesättigt. Deswegen ist es jetzt nicht ganz so wichtig, was hier für Werte angezeigt werden. Ihr sollt dann im Versuch alle 2 Minuten den Wert ablesen. Und wenn der sich nicht mehr verändert, wenn der eine Konstante erreicht hat, dann habt ihr den entsprechenden Messwert, die Spannung aufzunehmen, die dann zur elektromotorischen Kraft führt. Das heißt, was wir hier eigentlich messen, sind genau genommen Potentialunterschiede zwischen diesen zwei Elektroden. Jetzt kommen wir zum letzten Gerät. Das ist diese blaue Box hier, die offensichtlich hier auch mit Schläuchen mit unserer Probekammer irgendwie verbunden ist. Und das ist unser Thermostat. Ja, wir wollen nämlich, dass unser Versuch bei konstanter Temperatur durchgeführt wird. Könnt ihr euch vorstellen, dass immer dann, wenn es um Potentialunterschiede gibt und irgendwie um Protonen, die durch eine Lösung sich bewegen, dass dort die Wärmebewegung der Teilchen eine Rolle spielt.
Also müssen wir wissen, wie warm es war, als wir das Experiment durchgeführt haben. Und wir machen das bei 25 Grad Celsius. Und um das sicherzustellen, drücken wir hier diesen Schalter im Hintergrund. Und den linken Schalter auf der blauen Box. Ihr seht, es geht ein Lüfter hier oben an. Und in der rechten Ecke sind 25 Grad angezeigt. Das ist die Solltemperatur. In der linken Ecke ist die Ist-Temperatur angezeigt. Ja, das heißt, jetzt müsste man noch ein bisschen warten, dass hier aus diesen 23 Grad 25 Grad werden. Das heißt also, in diesem Falle wird unsere Salzsäurenlösung noch ein wenig erhitzt. So, nochmal zusammengefasst. Wir messen für verschiedene Salzsäurelösungen. Die verschiedenen Lösungen findet ihr im Übrigen im Schrank über dem Aufbau. Ja, es sind derer 7. Das heißt, ihr werdet den Versuch 7-mal durchführen für verschiedene Lösungen. Ihr bringt dann mittels dieser Pipetten die Lösung in dieses Gefäß hier. In das Gefäß sind 2 Elektroden eingetaucht, eine Silberchloridelektrode, eine Platinelektrode, eine Wasserstoffelektrode. Und damit aus der Platinelektrode eine Wasserstoffelektrode geht, wird eben Wasserstoff mit diesen Schläuchen zur Elektrode gebracht und umspült diese. Passt hier auf, dass ihr an der Flasche nicht zu viel Druck einstellt. Und bitte macht kein Feuer an, das Wasserstoff ist gefährlich. Und dann messt ihr die Spannung zwischen den Elektroden, die hier angezeigt wird. Und es wird immer eine Weile dauern, bis die Spannung konstant sein wird. Deswegen werdet ihr, naja, alle 2 Minuten mal drauf gucken, den Wert aufnehmen. Und wenn ihr dann auf einem Plateau ankommt, dann habt ihr die Spannung korrespondierend zur elektromotorischen Kraft der entsprechenden Lösung. Vergesst nicht, die Elektroden vor jedem Versuch, vor jeder Lösungsmessung 5 Minuten ordentlich mit Wasserstoff zu spülen, damit die Elektrode gesättigt ist mit Wasserstoff. Das war es auch schon, dann viel Erfolg bei der Versuchsdurchführung.